Ordnung. Radio Z 95,8. Ihr hört die lokalen Leidenschaften im Monat Mai, der uns immer noch hier alle zu Hause vor den Bildschirmen festhält. Deswegen habe ich zumindest den Hintergrund geändert. Es fühlt sich jetzt schon völlig anders an. Ich bin eine Postkarte und wir haben, weil Mai ist, eine wunderbare neue Gesprächspartnerin. Agathe Labus ist da. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Du hast die Musik ausgesucht von dem ersten Song Jutz und Submerged haben wir gehört. Das ist ungewöhnlich, dass wir eine Künstlerin einladen und die nimmt erstmal Musik von anderen Leuten mit rein. Warum? Echt? Ist das so ungewöhnlich? Erste. Da hast du mich jetzt kalt erwischt. Also für mich war das jetzt nicht ungewöhnlich, sondern ich dachte mir, Jutz ist eine coole Künstlerin aus Augsburg und ich stehe auf die Musik, also ja, bringe ich es einfach mal rein. Kennt ihr euch? Ja, genau. Wir kennen uns über eine Community. Was für eine Community? Das ist die Raketerei-Community. Hast du davon schon gehört? Nee, was ist es? Nein, es ist eine Musikerinnen-Community, die letzten Endes dabei hilft, sich professioneller ein bisschen aufzustellen und einem all die Tools beibringt, die man in der Ausbildung oder im Studium nicht lernt, wenn man sich mit Musik beschäftigt. Was sind das für Tools? Also was ist auf dieser Liste an Dingen, die man eigentlich hätte wissen sollen, aber man weiß nicht? Ja, letzten Endes Selbstvermarktung, ne? Und das hassen wir Musiker, Musikerinnen ja sehr, vielleicht Musikerinnen noch ein bisschen mehr, weil man da irgendwie oft das Gefühl hat, auf Klischees reduziert zu werden oder Klischees bedienen zu müssen. Aber ja, es gilt, sich damit auseinanderzusetzen und dann einfach Strategien zu entwickeln anhand, Strategien, die eben dann auf das eigene Profil zugeschnitten sind. Und das eigene Profil muss man aber selbst schärfen und finden, sage ich jetzt mal. Und das ist ja immer das, was unliebsam ist und einem jetzt im Studium halt eben auch überhaupt nicht beigebracht wird, sondern weil es da eben eher ums Handwerk geht, ne, im Studium. Genau. Was ist dein Profil jetzt? Wie bitte? Was ist dein Profil jetzt? Haha, ich habe erst angefangen, das zu schärfen und zu entwickeln. Also, wer macht diese Raketerei? Ich habe tatsächlich noch nie davon gehört, und dass ich mal zumindest nicht mehr am Rand kriege. Das macht die Imke Machura aus Hamburg. Okay. Ja. Das heißt, ein deutschlandweites Netzwerk, kann da jeder rein oder muss man was Spezielles dafür können, sich bewerben? Da kann jede Musikerin rein, also aus dem deutschsprachigen Raum. Im Prinzip. Es gibt eine Facebook-Gruppe, da kann man sich anmelden bzw. eingeladen werden von anderen Musikerinnen, die schon drin sind. Man kann aber auch einfach auf die Raketerei-Homepage gehen und sich da mal ein bisschen umgucken. Es gibt einen ganz tollen Podcast, die Imke Machura macht, der nennt sich eben auch Raketerei, und Newsletter von ihr kann man sich eintragen, dann kriegt man eigentlich alle Infos mit. Man kann da eben beitreten, ja. Mhm. Du hast gesagt, dass man gerade im Bereich Selbstvermarktung für Musikerinnen oft auf Klischees trifft. Inwiefern? Naja, also ich glaube schon, dass so ein bisschen das Äußere wahrscheinlich bei uns auch ein bisschen mehr leider im Vordergrund steht, ob man es jetzt will oder nicht. Und ich schon viele Situationen habe, wo ich mich frage, wie ernst man einfach genommen wird, ob man wirklich so auf Augenhöhe wahrgenommen wird. Wo man sich dann im Nachhinein fragt, liegt das jetzt daran, dass ich eine Frau bin, dass mich diese männliche Person da jetzt nicht ernst genommen hat, oder dass man ignoriert wird oder so, genau. Also es sind so ein paar unsichtbare Hürden, die aber doch da sind, also wie so ein Elefant im Raum, über den keiner spricht, sage ich jetzt mal. Und ja, dem sind, glaube ich, Frauen ein bisschen stärker ausgesetzt, vor allem, weil sie sich auch ein bisschen mehr alleine fühlen. Also liegt ja erstmal an der Tatsache, dass wir viel weniger sind, tatsächlich. Ist sichtbar im Musikbusiness. Technisch gesehen sind wir die Hälfte. Ja, absolut, da hast du recht. Und auch im Musikbusiness sind wir eigentlich mittlerweile, glaube ich, auch gar nicht mehr so wenige. Aber also wir sind weniger, definitiv, und das Vernetzen, glaube ich, war eine große Schwäche, glaube ich, gewesen, hoffentlich. Ja, also es wird besser. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine Initiative höre, die sagt, wir machen was, es gibt hier irgendwelche Möglichkeiten, da was zu machen. Ja. Wobei die Frage mit den Hürden, damit sind wir sind ja sowieso schon alte Gesprächspartnerinnen, was diese Frauen in der Musik Fragen angeht. Aber ich habe inzwischen mit sehr vielen Künstlerinnen darüber gesprochen, wie das so ist, wie sie das empfinden, wie sie vorankommen. Und ich habe immer wieder Frauen, die das völlig negieren, was ich ganz, ganz spannend finde. Die sagen, noch nie was gemerkt, nie was gesehen, nie ein Problem gehabt. Ja, ist doch toll. Schön für euch. Ich kann da gar nichts zu sagen. Ich meine, jeder Mensch hat doch seine eigene Wahrnehmung, und wenn die das so empfinden, ist doch okay. Ich würde aber vorsichtig sein, damit das als strukturelles Problem zu negieren. Andererseits hat man ja immer das Problem, wenn man keine Erfahrung, sei es jetzt positiv oder negativ, gemacht hat, dann ist es natürlich auch schwer, ein strukturelles Problem zu erkennen. Ist natürlich logisch. Aber ich denke, was alleine jeder aufstoßen müsste, ist, warum wir so wenige sind. Und ich finde, alleine das könnte einem ja zu denken geben. Warum ist das denn so? Denn von der Ausbildung her, glaube ich, macht es keinen Sinn. Also in den Musikschulen, ich glaube, da ist es relativ ausgewogen. Bei männlich, weiblich auch nicht, ne? Nein, ist nicht. Es hört nach der musikalischen Früherziehung auf. Ja, ja. Ohne Scheiß. Haben die Leute ja abgefragt von den Unis, die hier, also Grundlagenausbildung machen, in Fachhochschulen für Musik. Mädels unter 10%. Bei den Sängern, hast recht. Bei Instrumentalistinnen im Pop-Rock, Indie-Bereich kannst du völlig vergessen. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja, mittlerweile gibt es zumindest Zahlen ein bisschen darüber. Genau, die Zahlen sagen Katastrophe. Ja, ja, das stimmt. Genau, aber eigentlich gibt es überhaupt gar keinen logischen Grund, warum das so ist, und deswegen alleine, also auch wenn es Personen gibt, die das negieren und da auch noch nie negative Erfahrungen gemacht haben, das ist wunderbar, aber ich glaube, den strukturellen Mangel an Musikerinnen zu verkennen, ich glaube, das kann keine, und sich da zu fragen, warum das so ist, ja, genau. Hast du eine Privattheorie? Letzten Endes, dass sich halt einfach immer das Gleiche reproduziert, bewusst oder unbewusst. Also man greift halt immer zu dem, was man schon kennt, und man ist es einfach wahnsinnig gewohnt, dass immer Männer die Spielregeln machen, Männer auf den Bühnen sind, Männer hinter den Kulissen sind, Männer die Techniker sind, Männer die Booker sind, Männer die Manager sind und so weiter und so fort, und dass das quasi sich ein ewig währendes Reproduzieren ist. Kann man ja auch schon an Kleinigkeiten im Alltag beobachten bei Kindern, ne? Also wenn das Mädels sich viel mehr motiviert fühlen, es einem weiblichen Vorbild gleichzutun, wie wenn, und gar nicht auf die Idee kommen oder es ihnen ferner liegt, wenn da jetzt nur Männer vor ihnen sind, ne? Also kann man, glaube ich, Spiegelneuronen und so, ne? Also ich glaube, das ist so ein bisschen wahrscheinlich dieses Ding, ja. Talking about Corona und diese reproduzierenden Strukturen. Ich habe heute von einer dieser diversen kulturerhaltenden Initiativen, denen ich sehr aufmerksam folge, die Theorie gelesen. Die gehen davon aus, dass die Musikbranche ganz gewaltig beißen wird, vor allem was die Nachwuchskünstlerinnen angeht, weil die Veranstalter in den nächsten Jahren oder Monaten, je nachdem wie lange das Ganze jetzt hier dauert, darauf setzen werden, dass die durch etablierte Zugpferde einfach sicher Geld reinbringen, was ihnen keiner verwehren kann. Aber in der Theorie würde es ja heißen, dass wir gehen alle nochmal mindestens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre zurück, weil wir wieder die männlichen Superstars sehen werden in der größten, also in der Vielzahl der Konzerte, die so kommen werden. Siehst du das so, oder was sind deine Einschätzungen der Musikerinnens Zukunft? Ich finde, das kann man nicht so pauschal sagen, weil ich finde, dass diese Corona-Zeit in erster Linie einfach wahnsinnig viel an die Oberfläche spült. Ja? Also natürlich viele Missstände, die schon vorher da waren, aber die quasi so ein bisschen gedeckelt waren, die bringt es an die Oberfläche. Aber ich glaube, dass auch wahnsinnig viele Chancen entstehen werden und vielleicht auch endlich der Mut entsteht, was Neues zu wagen, eben weil man es so satt hat, dass alles wieder so sein wird wie zuvor. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass Musikerinnen oder das wäre meine Hoffnung, sich eben noch mehr zusammenschließen und quasi so ein bisschen dieses Ding leben, ja, jetzt erst recht, und vielleicht da ein bisschen versuchen, was zu bewegen, ne? Und da einfach den Veranstaltern mehr auf den Leim gehen und mehr Druck vielleicht ausüben. Was noch? Also dass mehr durch diese Solidarität, die ja jetzt auch durch Corona zustande gekommen ist, eigentlich auch was total Schönes und Positives bewegt wird und eben diesen alten Strukturen mehr Kontra geboten wird. Ne? Das kommt jetzt halt auch darauf an, wie lange die Phase dauert, würde ich sagen. Also je länger diese alten Strukturen und dieses alte Normale her ist, ich glaube, umso weniger möchte man da auch wieder total zurückgehen. Weil es dann einfach schon so weit zurückliegt und man irgendwie vielleicht die Erfahrung gemacht hat, hey, wir sind ja gar nicht so wenige, wir können uns im Internet alle vernetzen, sichtbar machen, uns gegenseitig empowern und unterstützen, und vielleicht können wir da so als Masse so ein bisschen die Veranstalter überzeugen, ja, auch andere Künstlerinnen einzubuchen. Also von daher, ich wäre vorsichtig mit dieser Einschätzung. Ja. Ich bin ja froh, wenn es da andere Meinungen gibt. Ich würde sagen, ja, bitte. Ne? Letzten Endes wissen, tun wir es alle nicht. Ne? Aber das wäre meine Hoffnung, ja. Hast du außer der Raketerei noch Tipps, wo man sich als Musikerin mal hinwenden könnte, um eben diese Loyalität, dieses Netzwerken mal irgendwo anzufangen, wenn man da jetzt noch relativ neu ist? Naja, gut ist immer, sich mit den lokalen Künstlerinnen zu vernetzen, denke ich, soweit es geht. Einfach, ja, die Fühler auszustrecken, und jetzt eben auch dank Corona ist es vielleicht zum Teil auch einfacher, weil das einfach auch im Internet, wir müssen uns alle im Internet vernetzen, von daher kann das auch eine Chance sein. Ansonsten, ich glaube, Elena Steri hat es auch schon erwähnt, die Music Women Germany. Das ist jetzt eher so eine Plattform, wo sich alle Künstlerinnen, aber jetzt nicht nur Künstlerinnen, sondern alle Menschen, die jetzt nicht männlich sind und irgendwas mit Musik zu tun haben im weitesten Sinne, da kann man sich auf diese Plattformen eintragen, und das ist eine gute Sache, um sich da zu vernetzen, weil du da einfach, ja, du kannst da einfach Tontechnikerin eingeben und dann ploppen dir irgendwie alle auf, die sich da zumindest eingetragen haben, sage ich jetzt mal. Ne? Also von daher wäre das auch so ein Appell, sich da wirklich einzutragen, wenn man was mit Musik zu tun hat, weil darüber kann man sich echt finden und austauschen. Ansonsten fällt mir noch was ein. Ja. Stichwort Elena Steri, da habe ich gesehen, die macht ein Talk-Format im weitesten Sinne, im E-Werk, fand ich auch eine schöne Idee, unter dem Titel She Won't Quit. Ja, voll cool. Musikerinnen mit der Corona-Krise umgehen. Ja. Wie gehst du damit um als Musikerin? Wie gehe ich damit um? Ich versuche einfach ganz arg auf mich selbst aufzupassen, dass es mir mental und emotional gut geht, weil ja diese Unsicherheit, die nagt ja dann schon irgendwie an einem, und dass einfach dieses Hamsterrad ausgehebelt ist. Das ist natürlich, einerseits finde ich das total super, aber man muss sich die Strukturen ein Stück weit jetzt mehr selber schaffen. Und das fordert einen natürlich unheimlich heraus, und ja, mir gibt da einfach ganz viel Halt, dass ich da wirklich meinen Chor weiter habe und da online viel mache, und eben da gilt es auch viel mehr vorzubereiten als jetzt vor Corona-Zeiten, und das gibt mir aber so ein bisschen Halt, muss ich sagen, vor allem, weil man auch merkt, dass man den anderen Menschen wirklich dadurch was gibt und dass denen auch den Alltag extrem bereichert, wenn auch zu singen, ne? Auch wenn es vorm Bildschirm ist, und ja, also von daher hat das so für mich Priorität. So produktiv sein einerseits und andererseits irgendwie wahnsinnig auf meine Ausgeglichenheit auch zu achten, so gut es eben möglich ist. Wie machst du das? Kann ich da mal Tipps haben? Naja, gut. Wenn ich das jetzt so runterbete, klingt das wahrscheinlich eher so ein bisschen abgedroschen. Ne? Also ich versuche halt einfach mehr zu lesen. Ich versuche tatsächlich, wenn es geht, jeden Tag zu meditieren, auch wenn es nur 15 Minuten ist. Und einfach viel mehr auf den... Bitte? Hast du gerade nur gesagt, vor 15 Minuten? Ja. Ja. Es gibt doch Leute, die sagen irgendwie unter einer Stunde, das bringt doch gar nichts und so, keine Ahnung. Gibt es ja ganz kontroverse Meinungen. Ja, solche Sachen und auch einfach wahnsinnig viel in die Natur jetzt rauszugehen im Monat Mai. Das tut mir total gut und einfach auch wirklich viel drauf zu achten, was braucht denn mein Körper jetzt gerade. Und dann, ich habe da eine Matte nebenan gleich ausgerollt, die wird gar nicht mehr zusammengerollt, die liegt da jetzt immer parat, seit Corona komischerweise auch. Und dann gehe ich einfach auf die Matte und stricke mich ein bisschen, mache ein bisschen Yoga oder wenn ich merke, boah, jetzt saß ich wieder stundenlang nur vorm PC, jetzt raus in die Natur, Spaziergang und so. Also viel mehr meinen Impulsen zu folgen. Ja, das versuche ich und das tut mir auch recht gut. Und wenn ich das nicht mache, dann kriege ich es auch gleich bitterböse zu spüren mit irgendwelchen Kopfschmerz, Migräneattacken und so. Von daher versuche ich das echt stringent zu befolgen. Ja. Als Chorleiterin konntest du quasi deinen, wenn ich das richtig verstanden habe, deinen Unterricht auf Zoom oder wie auch immer online verlagern. Funktioniert das für dich als Musikerin auch? Theoretisch schon. Ich habe es nur noch nicht gemacht, weil ich vor lauter Videos und Audios produzieren für meine Schülerinnen, Schüler, Chormitglieder tatsächlich noch nicht so dazu kam. Also ich war Songwriting-mäßig ein bisschen aktiv, aber jetzt nicht online. Also ich habe einfach Musik für mich gemacht und bin auch ganz froh, dass ich es geschafft habe, einen neuen Song zu schreiben. Aber tatsächlich online, zum Beispiel ein Konzert online gemacht oder sowas, das habe ich noch nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Auf jeden Fall. Machen? Es ist ja im Moment tatsächlich wahnsinnig umstritten. Ne? Mit treten da einen kollektiven Streik oder sagen wir, nein, wir versuchen das ins Internet zu verlagern und zumindest 1,50 € dafür zu verlangen. Ja, also ich finde, man muss es auch differenzierter sehen, weil ich glaube schon, dass Corona auch eine Chance ist, den Menschen mehr den Wert von Kultur, potenziell zumindest, bewusst zu machen, beziehungsweise den Wert eigentlich von jeglicher Arbeit, von der wir gerade merken, dass sie systemrelevant ist, um dieses schöne Wort nochmal zu verwenden, aber die hoffnungslos unterbezahlt ist oder gar nicht bezahlt ist, wie Care-Arbeit, Homeschooling und so weiter. Von daher, das kann schon auch eine Chance sein, den Wert bewusst zu machen. Und natürlich ist dazu ein Mittel zum Zweck, natürlich das erstmal völlig rauszunehmen. Also ich fände es definitiv spannend, mal das Experiment, wenn es mal eine Woche lang komplett still wäre, totenstill, auch im Internet. Mich würde mal echt interessieren, wie es den Menschen da gehen würde. Also das ist ja fast eine rhetorische Frage, ne? Aber das ist utopisch. Es wird natürlich nie still sein, eben weil es das Internet gibt. Und von daher, finde ich, kann man es durchaus differenziert sehen und die Chance vielleicht aber eben nutzen, um dann zu sagen, ja, hey, hier aber nicht mehr umsonst, weil wir können sonst nicht überleben. Und Kultur hat einen extrem hohen Wert, was wir in diesen Krisenzeiten erst recht merken. Auch ich, also ich bin ja, auch wenn ich streng genommen tagtäglich mit Musik zu tun habe, auch mir wird selber nochmal der Wert von Musik ein Stück weit mehr bewusst. Das ist total verrückt. Aber mir geht es genauso. Und von daher kann man den Wert auch wirklich in einen monetären Wert umwandeln. Das finde ich einen guten Ansatz. Ja, oder so einen grundlegenden Ansatz, dass Arbeit bezahlt werden muss. Ja. Ich werde noch eine Spur radikaler. Ja, Lisa, da bin ich dabei. Ich glaube, ich halte mir wieder selbst so die Bremse, glaube ich, so ein bisschen hin, weil man weiß, es wird ja gehört. Und ist nicht so, dass ich mich hier zensiere, gar nicht. Aber ich rede definitiv ein bisschen anders, wie wenn wir wirklich unter vier Augen reden würden. Gestehe ich ganz ehrlich hier. Lass uns doch mal noch in einen Song reinhören. Du hast dir interessanterweise einen ganz alten Song von dir ausgesucht, also ganz im Sinne von 4 Jahre alt. Ja. Warum nichts aus der aktuellen Phase? Weil es nichts gibt. Es ist noch in der Mache. Ne? Also bei mir hat sich meine Band aufgelöst vor 2 Jahren und ich bin ein Mensch, der leider es immer sehr lange an Dingen zu knabbern hat. Also eine Band zu beenden ist, ja, das ist ja wie eine Beziehung beenden. Und da folgt dann Liebeskummer und Verarbeitungszeugs und so weiter und ich brauche da immer sehr, sehr lang und dann bin ich eben erst letztes Jahr ins Studio gegangen und das heißt, die Musik wird auch 2020 noch veröffentlicht. Ich habe aber kein Release-Datum. Machen wir. Ich kläre das mit Andreas. Alles klar. Auf jeden Fall, das ist der Grund, warum es erstmal hier gerade nur einen 4 Jahre alten Song zu hören gibt. Was hören wir? Waldtiere. Hören wir rein in die lokalen Leidenschaften auf Radio Z. Das muss der Andreas dann schneiden. Und wie lange unterhalten wir uns denn schon? Nur für meinen Backtiming. Normalerweise sehe ich den Code mitlaufen. 30 Minuten. Oh, armer Andreas. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal rein. Wie böse bist du, wenn wir den Song von Joe nicht mehr schaffen? Oh, okay, gut. Andreas vielleicht 2 Minuten oder so? Ja, der Andreas, da muss erst irgendwas anderes rausschneiden. Da fällt ihm schon was ein. Okay. Und online geht ja sowieso alles. Eben. Ja. Auf YouTube kommt dann nicht. Aber da ist ja keine Musik dabei. Das ist ein Elend. Ach. Ja, das stimmt. Selber schuld, wenn er Tennis spielt, muss er jetzt halt schneiden. Dass das alles auf jeden Fall. Gut, Radio Z 95,8. Ihr hört die lokalen Leidenschaften im Female, dem Monat, den wir den Künstlerinnen aus der Metropolregion gewidmet haben. Das war Agathe Labus herself mit dem Song Waldtiere. Du hast uns das Release für 2020 versprochen. Normalerweise machen wir das bei Bands, wo wir sicher gehen wollen, dass die Platte auch kommt, dann wirklich so, dass wir den Interviewtermin vereinbaren und sagen, guck mal, den machen wir dann eine Woche vorm Release. Und das funktioniert erstaunlich gut. Ja. Wenn wir einen September-Termin geben für nächstes Jahr, haben wir gute Chancen, dass die Platte bis dahin fertig ist. Mach das. Also ich liebe Deadlines. Ohne Scheiß. Das bewirkt ziemlich viel. Hervorragend. Andreas, du hast das gehört, du machst das fix, ja? Wie sieht es denn aus mit der neuen Musik? Was kommt da auf uns zu? Oh, was völlig anderes, was ihr gerade gehört habt. Außer Deutsch. Es wird deutschsprachig, wobei ich auch schon wieder englischsprachige Lieder geschrieben habe, die aber noch nicht, mit denen war ich jetzt noch nicht im Studio. Es wird ein bisschen Sprechgesanglastiger. Ich wage es jetzt nicht Hip-Hop zu nennen, aber ja, es ist schon ein bisschen Sprechgesang, Rap, was ich da mache, aber trotzdem mit einer Rock'n'Roll-Band im Hintergrund. Also von daher, ich würde jetzt mal sagen, Hip-Hop in Liedermacher-Gewand oder Liedermacherinnen-Gewand, so würde ich es jetzt mal nennen. Ja. Gibt es eine Band schon? Ja, eine Studioband, keine, also Agalabus-Band würde ich jetzt mal sagen. Okay. Ich nenne keine Namen, noch nicht. Sonst, ja. Aber das ist jetzt mein Soloprojekt mit Studiomusikern, was ja völlig legitim ist, oder möchtest du wieder so eine Beziehungsband? Oh Gott. Ich glaube, ich möchte letzten Endes schon wieder eine Beziehungsband. Aber ich gehe es jetzt anders an. Also wirklich vorsichtig und ohne irgendwelche... Ich verspreche mir nichts, ich erhoffe mir nichts. Ich mache einfach meine Songs und dann, wer Bock hat mitzuspielen, spielt halt mit. Ganz doof gesagt. So richtig doof, ja. Das Adjektiv, das ich gewählt hätte, wäre weise. Ja, wir müssen doch an deiner Selbstvermarktung, dein Profil arbeiten. Ah ja, danke Lisa, bitte. Ich nehme meine Adjektive. Ja, gut. Agalabus, wir haben uns schon wieder völlig verquatscht, obwohl ich das Gefühl habe, hey, wir hätten noch so viele Dinge, über die wir reden können. Und du hast noch einen Song einer Musikerin mitgebracht, den wir noch auf alle Fälle mit unterbringen wollen, werden, tun. Unbedingt. Das ist die vierte Band Joe und die Songwriterin ist Giovanna Wolf und wir hören den Song Faden. Und damit verabschieden wir uns zu meinem großen Bedauern schon wieder voneinander, aber wir sehen uns ja nächstes Jahr, haben wir gerade ausgemacht und werden das... Absolut. Und dann hören wir uns. Auf Wiederhören mit Joe und Faden. Bis zum nächsten Mal.